Thank you.
vollendet hatte, sprach ihr zu seinen Jüngern. Ihr wisset, dass nach zweien Tagen Ostern wird und des Menschen Sohn wird überantwortet werden, dass ihr gekreuziget werde. Sammelten sich die hohen Priester und Schriftgelehrten und die Ältesten im Volk in den Palast des hohen Priesters, der da hieß Kaiphas, und hielten Rat, wie sie Jesu mit Listen griffen und töteten. Sie sprachen aber: war zu Bethanien im Hause Simonis des Aussätzigen, trat zu ihm ein Weib, die hatte ein Glas mit köstlichem Wasser und goss es auf sein Haupt, da er zu Tische saß. Da das seine Jünger sahen, wurden sie unwillig und sprachen: Jesus merkete, sprach er zu ihnen: Was bekümmert ihr das Wein? Sie hat ein Blutwerk an mir getan. Ihr habet alle Zeit Armen bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Dies Wasser hat auf meinen Leib gegossen, hat sie getan, dass man mich begraben wird. Wahrlich, ich sage euch, wo dies Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat. Dieses fromme
Mit Namen Judas Iskariot zu den hohen Priestern und sprach: Was wollt ihr mir geben? Ich will ihn euch verraten. Und sie boten ihm 30 Silberlinge. Und von dem an suchte er Gelegenheit, dass er ihn verriete. Thank you.
Setzte sich zu Tische mit den Zwölfen, und da sie aßen, sprach er: Wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Und sie wurden sehr betrübt und hoben an ein Jeglicher unter ihnen und sagten zu ihm: und sprach: Wer mit der Hand mit mir in die Schüssel tauchet, der wird mich verraten. Des Menschen Sohn gehet zwar dahin, wie von ihm geschrieben steht, doch wehe dem Menschen, welchen des Menschen so verraten wird. Es wäre ihm besser, dass derselbige Mensch noch nie geboren wäre. Da antwortete Judas, der ihn verriet, und sprach: Bin ich's, Rabbi? Er sprach zu ihm: Du sagest. Da
sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankete und brach's und gab's den Jüngern und sprach: Nehmet, esset, das ist mein Leib. Und nahm den Kelch und dankete, gab ihnen den und sprach: Trinket alle daraus, das ist mein Blut des Neuen Testaments, welches vergossen wird für viele zur Vergebung ihrer Sünden. Ich sage euch, ich werde von nun an nicht mehr von diesem Gefäß des Feinschocks trinken, bis an den Tag, da ich's neu trinken werde mit euch in meines Vaters zu klein, so sollst du mir allein mir, mehr als wir.
Gesprochen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Da sprach Jesus zu ihnen: In dieser Nacht fürchtet ihr euch alle Ärger an mir, denn es steht geschrieben: Ich werde den Hirten schlagen. Und die Schafe der Herde werden sie nicht zerstreuen. Wenn ich aber auferstehe, will ich vor euch hingehen in Galiläa. Auch alle sich an dir ärgerten, so will ich mich doch nimmer mehr ärgern. Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, in dieser Nacht, ehe dir Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Jesus sprach zu ihm: Und wenn ich mit dir sterben müsste, so will ich mich nicht verleugnen. Desgleichen sagten auch alle Jünger. Zu einem Hofe, der hieß Gethsemane, und sprach zu seinen Jüngern: Setzt
zu sich Petrum und die zehn Söhne Zebedäi und fing an zu trauern und zu zagen. Da sprach Jesus zu bleibet hier und wachet mit mir. O Schmerz, ihr zieht das gequälte Herz, wie sinkt es hier, wie bleicht sein thank you.
auf sein Angesicht und betete und sprach: Mein Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch von mir, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Der Heiland fällt vor seinem Vater nieder, dadurch erhebt mich und alle von unserem Feinde hinauf zu Gottes Gnade wieder. Er ist bereit, den Kelch des Todes Bitterkeit zu trinken, in welchen Sünden dieser Welt gegossen und hässlich stinken, weil es dem lieben Gott gefällt. Anzunehmen, bring ich doch
Heiland nach. Und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend und sprach zu ihnen: Könnet ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallet. Ihr Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Zum andern Mal ging hin, betete und sprach: Mein Vater, ist nicht möglich, dass dieser Kelch von mir gehe. Ich trinke ihn denn, so geschehe dein Wille. Sie aber schlafend, und ihre Augen waren voll Schlafs. Und ließ sie, und ging aber mal hin, und betete zum dritten Mal, und redete dieselbigen Worte. Da kam zu seinen Jüngern und sprach zu ihnen: Ach, sollt ihr gut schlafen und ruhen? Die Stunde ist hier, dass des Menschen Sohn in der Sünder Hände überantwortet wird. Steht auf, lasset uns gehen. Siehe, ist da, ihr mich verrät. Und als noch redete, siehe, da kam Judas der Zwölfen einer, und mit ihm eine große Schar, mit Schwertern und mit Stangen, von den hohen Priestern und Ältesten des Volks. Und der Verräter hatte ihnen ein Zeichen gegeben und gesagt: Welchen ich küssen werde, der ist's, den greifet. Und alsbald trat zu Jesu und sprach: Gegrüßet seist du, Rabbi, und küssete ihn. Jesus aber sprach zu ihm: Mein Freund, warum bist du kommen? Da traten sie hinzu und legten die Hände an Jesus und griffen ihn. Thank you.
siehe, einer aus denen, die mit Jesu waren, reckete die Hand aus und schlug des hohen Priesters Knecht und hieb ihm ein Ohr ab. Da sprach Jesus zu ihm, stecke dein Schwert an seinen Ort, denn wer das Schwert nimmt, der soll durchs Schwert umkommen. Oder meinest du, dass ich nicht könnte meinen Vater bitten, dass er mir zuschickte mehr denn 12 Legionengel? Wie würde aber die Schrift erfüllt? Es muss also gehen. Zu der Stund sprach Jesus zu den Scharen, ihr seid ausgegangen als zu einem Mörder, mit Schwerten und mit Stangen mich zu fahren. Bin ich doch täglich bei euch besessen und habe gelehret im Tempel und ihr habt mich nicht begriffen. Aber das ist alles geschehen, das erfüllet würde die Schriften der Propheten. Da verließen ihn alle Jünger und flohen. Thank you.
ihn zu dem hohen Priester Kaiphas, dahin die Schriftgelehrten und Ältesten sich versammelt hatten. Petrus aber folgete ihm nach von ferne, bis in den Palast des hohen Priesters, und ging hinein und satzte sich bei die Knechte, auf dass er sähe, wo es hinaus wollte. Die Hohepriester aber und Ältesten und der ganze Rat suchten falsche Zeugnis wider Jesu, auf dass sie ihn töteten, und fanden keines. Falsche Zeugen herzutraten, fanden sie doch keins. Zuletzt traten herzu zwei falsche Zeugen und sprachen: Er hat gesagt, von dem Tempel Gottes Der hohe Priester stund auf und sprach zu ihm: Antwortest du nichts zu dem, dass diese widerlich zeugen? Aber Jesus schwieg stille.
mein Jesus schweigt zu falschem Lügen still, uns damit zu zeigen, dass sein Erbarmen voller Wille vor uns zum Leiden sei geneigt und dass wir in der gleichen Bahn ihm sollen endlich sein und ihn Verfolgung stille antwortete und sprach zu ihm: Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagest, ob du seiest Christus, der Sohn Gottes. Jesus sprach zu ihm: Du sagest's, doch sage ich euch, von nun an wird geschehen, dass ihr sehen werdet des Menschen Sohn,
sitzen zu Rechten der Kraft und kommen in die Wolken des Himmels. Da zerriss der hohe Priester seine Kleider und sprach: Er hat Gott gelästert, was dürfen wir weiter Zeugnis? Siehe, jetzt habt ihr seine Gotteslästerung gehört, was dünket euch? Sie antworteten und sprachen: Feierten sie aus in sein Angesicht und schlugen ihn mit Fäusten. Etliche aber schlugen ihm ins Angesicht und sprachen: Was soll, was soll, was soll, was soll? Aber saß draußen im Palast und es trat zu ihm eine Macht und sprach: Und du warst auch mit dem Jesus Galiläa. Er leugnete aber vor ihnen allen und sprach: Ich weiß nicht, was du sagst. Als er aber zur Tür hinausging, sah er ihn eine andere und sprach zu denen, die da waren: Diese war doch mit dem Jesu von Nazareth. Und er leugnete aber mal und fuhr dazu: Ich kenne des Menschen nicht. Und über eine kleine Weile traten hinzu, die da stunden, und sprachen zu Petro: Da hob er an, sich zu verfluchen und zu schwören: Ich kenne des Menschen nicht. Und alsbald krähte der Hahn. Da dachte Petrus an die Worte Jesu, da er zu ihm sagte: Ehe der Hahn krähen wird, wirst du mich dreimal verleugnen. Und ging heraus und
Und die Ältesten des Volks einen Rat über Jesu, dass sie ihn töteten und bunden ihn, führeten ihn hin und überantworteten ihn dem Landpfleger Pontio Pilato. Da das Judas, der ihn verraten hatte, dass er verdammt war zum Tode, gereuete es ihn. Und brachte hier wieder die 30 Silberlinge den hohen Priestern und Ältesten und sprach: Ich habe übel getan, dass ich unschuldig Blut verraten hab. Sie sprachen: Was gelernt ist das an, was gelernt uns, was an der Seele Gott so erzählt hat. Und er warf die Silberlinge in den Tempel, hob sich davon, ging hin und erhängte sich selbst. Aber die hohen Priester nahmen die Silberlinge und sprachen: Es taugt nicht, dass wir sie nicht, dass wir sie nicht, dass wir sie nicht, dass wir sie nicht, denn es ist Blut. Denn es ist Blutgeld. Thank you.
für einen Jesu wieder. Seht das Geld in Erden Lohn, ehrt euch der verlorene Sohn zu den Füßen nieder. Seht das Geld in Erden Lohn, seht das Geld in Erden Lohn, ehrt euch der verlorene Sohn zu den Füßen. Seht das Geld in Mörder Lohn, wirft euch der Verlorene so zu den Füßen nieder. Seht das Geld in Mörder Lohn, wirft euch der Verlorene so zu den Füßen nieder. Gebt mir meinen Jesu, meinen Jesu, gebt mir meinen Jesu wieder, meinen Jesu, gebt mir wieder. Gebt mir meinen Jesu wieder, gebt mir meinen Jesu wieder, meinen Jesu wieder. Aber einen Rat und kauften einen Töpfersacker darum zum Begräbnis der Pilger. Daher ist derselbige Acker genennet der Blutacker bis auf den heutigen Tag. Da ist erfüllt, das gesagt ist durch den Propheten Jeremias, da er spricht: Sie haben genommen 30 Silberlinge, damit bezahlt ward der Verkaufte, welchen sie kauften von den Kindern Israel. Und haben sie gegeben um einen Töpfersacker, als mir der Herr befohlen hat. Jesus aber stund vor dem Landpfleger, und der Landpfleger fragte ihn und sprach: Bist du der Jüdenkönig? Jesus aber sprach zu ihm: Du sagest. Und da er verklagt ward von den hohen Priestern und Ältesten, antwortete er nichts. Da sprach Pilatus zu ihm: Hörest du nicht, wie hart sie dich verklagen? Und er antwortete ihm nicht auf ein Wort. Also, dass sich auch der Landpfleger sehr verwunderte. Yes.
Auf das Fest aber hattet ihr Landpfleger Gewohnheit, dem Volk einen Gefangenen loszugeben, welchen sie wollten. Ihr hatte aber zu der Zeit einen Gefangenen, einen sonderlichen vor anderen, der hieß Barnabas. Und da sie versammelt waren, sprach Pilatus zu ihnen: Welchen wollt ihr, dass ich euch losgebe? Barabbas oder Jesus, von dem gesaget wird, er sei Christus? Denn er wusste wohl, dass sie ihn aus Neid überantwortet hatten. Und da er auf dem Richtstuhl saß, schickete sein Leib zu ihm und ließ ihm sagen: Haben nichts zu schaffen mit diesem Gerichte. Ich habe heute viel erlitten im Traum. Von seinetwegen. Aber die hohen Priester und die Ältesten überredeten das Volk, dass sie um Barabbas bitten sollten und Jesum umbrechten. Da antwortete nun der Landpfleger und sprach zu ihnen: Welchen wollt ihr unter diesen zweien, den ich euch soll losgeben? Sie sprachen: Pilatus sprach zu ihnen: Was soll ich denn machen mit Jesu, von dem gesagt wird, er sei Christus? Sie sprachen alle: Los ihn los! Vaters Wort.
und sprachen: Lass ihn kommen, lass ihn kommen. Da aber Pilatus sah, dass er nichts schaffete, sondern dass ein viel größer Getümmel ward, gab er Wasser und wusch die Hände vor dem Volk und sprach: Ich bin unschuldig an dem Blut dieses Gerechten, sehet hier zu. Da antwortete das ganze Volk und sprach: Sein Aber Jesum ließ er geißeln und überantwortete ihm, dass er gekreuzigt würde. Thank you.
Die Kriegsknechte des Landpflegers Jesum zu sich in das Richthaus und sammelten über ihn die ganze Schar und zogen ihn aus und legeten ihm einen Purpurmantel an und flochten eine dornene Krone und satzten sie auf sein Haupt und ein Rohr in seine rechte Hand und beugeten die Knie vor ihm und spotteten ihn und sprachen: und peinelten ihn an und nahmen das Rohr und schlugen damit sein Haar. Thank you.
sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Mantel aus und zogen ihm seine Kleider an und führten ihn hin, dass sie ihn kreuzigten. Und indem sie hinausgingen, fanden sie einen Menschen von Kyrene mit Namen Simon, den zwungen sie, dass er ihm sein Kreuz trug. Ja, freilich, Herr, in uns das Fleisch und Blut zum Kreuz gezwungen sein, wie mir es unserer Seele tut. Die Herbe geht es ein. Thank you.
selber traf. Sie an die Stätte kamen mit Namen Golgatha, das ist verdeutet Schädelstätt, gaben sie ihm Essig zu trinken, mit Gallen vermischet. Und da er's schmeckte, wollte er's nicht trinken. Da sie ihn aber gekreuzigt hatten, teilten sie seine Kleider und wurfen das Los darum, auf das erfüllet würde, das gesagt ist durch den Propheten. Sie haben meine Kleider unter sich geteilet, und über mein Gewand haben sie das Los geworfen. Und sie saßen allda und hüteten sein. Und oben zu seinen Häupten hefteten sie die Ursach seines Todes beschrieben, nämlich, dies ist Jesus, der Jüdenkönig. Und da wurden's wie ein Mörder mit ihm gekreuziget, einer zur Rechten und einer zur Linken. Die aber vorübergingen, lästeten ihn und schütteten ihre Köpfe, und sprachen, desgleichen auch die hohen Priester spotteten sein, samt den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen.
hatten ihn auch die Mörder, die mit ihm gekreuzigt waren.
sechsten Stunde an ward eine Finsternis über das ganze Land, bis zu der neunten Stunde. Und die neunte Stunde schrie Jesus laut und sprach: Eli, Eli, lama, lama sabachthani. Das aber die da stunden, da sie das hörten, sprachen sie: Und bald rief einer unter ihnen, nahm einen Schwamm und füllte ihn mit Essig und steckete ihn auf ein Rohr und tränkete ihn. Die anderen aber sprachen: Halt, halt, Marcel, und wir gehen das Aber Jesus schrie aber mal laut und zerriss in zwei Stück, von oben an bis unter den Fuß. Und die Erde erbebete, und die Felsen zerrissen, und die Gräber täten sich auf, und stunden auf in Leibern der Heiligen, die da schliefen. Und gingen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung, und kamen in die heilige Stadt, und erschienen vielen. Aber der Hauptmann und die bei ihm waren und bewahrten Jesu, da sie sahen das Erdbeben und was da geschah, erschraken sie sehr und sprachen: Es waren viel Weiber da, die von Ferne zu sahen, die da waren nachgefolget aus Galiläa und hatten ihm gedient, unter welchen war Maria Magdalena und Maria, die Mutter Jakobi und Joses
und die Mutter wir Kinder zähmen. Am Abend aber kam ein reicher Mann von Arimathea, der hieß Josef, welcher auch ein jünger Jesu war. Der ging zu Pilato und bat ihn um den Leichnam Jesu. Da befahl Pilatus, man sollte ihm ihn geben. Am Abend, da es kühle war, ward Adams Fallen offenbar. Am Abend drücket ihn der Heiland wieder. Am Abend kam die Taube wieder und trug ein Ölblatt in dem Munde. O schöne Zeit! O Abendstunde! Der Friedensschluss ist nur mit Gott gemacht, denn Jesus hat sein Kreuz vollbracht. Sein Leichnam kommt zur Ruhe. Ach, liebe Seele, bitte ruh, lasse dir den Toten schenken. O heilsames, o köstliches Angedenken.
soll nun mehr in mir für und für seine süße Ruhe haben. Denn er soll nun mehr in mir ein rein Leinwand und legte ihn in sein eigenes Grab, welches er hatte lassen in einen Fels hauen, und wälzete einen großen Stein vor die Tür des Grabes und ging davon. Es war aber alda Maria Magdalena und die andere Maria, die setzten sich gegen das Grab. Des andern Tages, der da folget nach dem Lüsttage, kamen die hohen Priester und Pharisäer sämtlich zu Pilato und sprachen: Hey, wir waren heraus, dass diese Oh,
Pilatus sprach zu ihnen: Da habt ihr die Hüter, geht hin und verwahrt's, wie ihr's wisset. Sie gingen hin und verwahrten das Grab mit Hütern und versiegelten.